Damen und Herren, verehrte Gemeindemitglieder, wir schreiben das Jahr 2020. Wir stehen zu Beginn einer Pandemie, die uns in absolute Schockstarre versetzt hat. Dennoch, auch in diesem Jahr, wie immer eigentlich, wie soll es anders sein, feiern wir den Pessachseder. In diesem Jahr, wie in jedem Jahr. Familie Lachmann muss dieses Jahr nicht nur auf Verwandte und Freunde verzichten, sondern auch auf die Mutter. Denn Corona-bedingt steckt diese leider in Israel fest. Sie hat es nicht mehr rechtzeitig rausgeschafft. Nichtsdestotrotz versucht Vater Moishe alles, um seiner Tochter ein bedeutsames und tolles Pessachfest zu ermöglichen. Aber, wie so oft im Leben, läuft nicht immer alles nach Plan. Film ab. Ja, liebe Schatz. Ja, ich höre zu, Liebling. Was? Welche schlechte Nachricht? Nachricht? Du kommst nicht? Du schaffst das nicht, hier zu sein für den Seder? Was heißt, du bist in Israel, weiß ich ja, und dann Corona. Kein Flugzeugen mehr. Aber das geht doch nicht. Erste Mal seit 30 Jahren, dass wir die Seder nicht zusammen können feiern. Ja, aber das kannst du nicht tun. Ruf die Fluggesellschaft an und sag, dass du pünktlich musst sein für den Seder. Na gut, na gut. Ich kriege es schon Ich kriege es schon irgendwie ein. Nur Chag Sameach. Oh Mann, jetzt muss ich die Seder ganz allein tun. Und ich muss noch kochen auch. Ja, ich habe eine schlechte Nachricht. Deine Mama ist stecken geblieben in Israel. Wegen Corona und so Zustand. Sie hat das Flugzeug verpasst, leider. Und wir müssen die Seder allein machen. Das ist ein Problem. Aber diesem Seder wird ja ein sehr besonderes Seder sein. Und weißt du warum? Weil wir dieses Jahr zu Pessach Pizza essen werden. Ja, fast. Hummus. Weil du endlich gelernt hast, wie man kocht? Ja, fast. Masterchef. Nein, weil wir gehen unsere liebe Familien ersetzen mit Plüschetieren. Guck, wir haben unsere liebe Oma Miriam und wir haben unsere liebe Tante Sarah. Ich glaube in die böse Auge, sie hat zwei so. Und wir haben deine liebe Cousine Lea.
Aber ich verspreche dich, wir gehen haben einen Sederabend. Super, genau wie es muss sein. Und ein Abend, das du niemals sollst vergessen. Und jetzt schlage ich vor, wir gehen die erste Becher Wein trinken. Aber du musst auch für unsere Gäste mittrinken. Ja, wir machen als ob. Ja, wir machen als ob. Ach bitte, Papa, sonst ist es doch gar nicht echt. Puh, mein Gott. Okay, einverstanden, aber nur Traubensaft ohne Alkohol. Aber du kennst doch Oma, sie trinkt nur Wein. Oh Mann, 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 was habe ich mir eingebrockt? Wie soll ich das nur überleben? Na gut, na gut. Kadesh uchatz, karpas yachatz, magid rachza, mozi matza, maroch korech, shulchan orech, tzafun barech, alel nirza. Wir sagen Kiddush und waschen die Handen und dann Erdfrucht und ein Teil wird die Matzah. Und wir lesen die Agada und waschen die Handen und machen Segensprüche für Matzot und im bittere Kraut. Und wir genüssen die Chauset im Mitmiatzah und wir haben die schöne Mahlzeit. Und dann verstecken wir die Afikoman. Nach der Tischgebet sagen wir Hallel und die Abschluss. Bore Pri Hagafen. Amen. Also, liebe Oma, wir gehen etwas trinken, ja. Wein für den Gamla, für den Israel, die Golanhöhe, der beste Wein in die Welt. Liebe Sarah und Lea. Und jetzt gehen wir die zweite Glas Wein einschenken. Und jetzt gehe ich die Mitte der Matzah brechen. Und weißt du warum? Das wird sein die Afikoman. Und das ist unser Nachtisch. Glaub die jüdische Tradition für den Pessach, für den Sederabend. Und weißt du, was du mit diesem Afikoman musst tun? Du musst das verstecken. Und wenn ich das finde, dann bekommst du ein schönes Geschenk. Oh ja, ich freue mich schon auf mein neues Fahrrad. Fahrrad, Fahrrad, Fahrrad. Wenn ich war dein Alter, habe ich begonnen eine Bleischrift. Ja, war es schon zufrieden. Du weißt, was jetzt kommt, ja? Oh ja. Manishtana halayla haze mikol halayla. Wann hört sie endlich auf? Ich habe ganz vergessen, dass sie gar nicht singen kann. Was hast du gesagt? Ich habe gerade doch noch gefragt, was es für Essen gibt. Essen? Aber wir haben gerade jetzt nur mit der Seder angefangen. Wir sagen Dankeschön, Hashem, Dankeschön, unser lieber Gott, dass du hast geholfen. Dayenus war genug, aber er hilft uns immer noch mit etwas anderes und noch mit etwas anderes. Lass uns singen, die zwei Ersten.
Eloziano mi Mitzrayim lo asava hen shvatim dayenu dayenu ilo asava hem shefaatim lo asaa beloem dayenu dayenu day dayenu day dayenu day dayenu 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 day dayenu day dayenu day dayenu dayenu dayenu. So, ich muss kurz für einen kleinen Matzen knödeln, aber ich bin gleich wieder da. Mist, Donnerwetter, ich habe etwas in die Küche vergessen. Ich bin gerade gestolpert. Ich habe fast gehabt, ein Nasebluten. Nasebluten? Ah, das erinnert mich an die 10 Plagen von Ägypten. Also. Darm, Blut. Zwardeja, Frösche, Kinim, Ungeziefer, Arov, wilde Tiere, Dever, Viehseuche, Schechin, Eiterböllen, Barad, Hagelschlag, Arbe, Hoseschrecken, Choschech, Finsternis, Makat Bechorot, der Tod der Erstgeborenen. Ich verstehe ja alle Plagen, aber warum ist Dunkelheit so schlimm? Warum will kein Schabbat oder Yom Tov? Dann habe ich zum Beispiel gesagt, Alexa, mach das Licht aus. Okay. Ah! Oh, nein, 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 Alexa, mach das Licht wieder an. Okay. Jetzt verstehe ich, warum Dunkelheit so schlimm ist. Und jetzt gehen wir die zweite Glas trinken. Bore Priagafen. Amen. Und jetzt gehen wir uns ein bisschen Essen holen. Hurra, endlich! 3 hours later. Yevarech et amo bashalom. Zeit für den dritten Becher. Oi, wei, 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 Gewalt. Bore priagafen. Amen. Ja.
Papa, warum hast du die Tür aufgemacht? Mir ist kalt. Aber wir machen immer die Tür offen für Elia Wannavi. Gesegnetes Tupi Schwat oder ein schönes Pesachfest. Ich bin es. Der Weihnachtsmann? Nein. Der Oster? Nein. Ich bin es. Hanawi? Eliyahu. Eliyahu? Eliyahu, ja. Sind Sie das wirklich? Ja, ich bin es. Das ist schon mein 7000. Hütte, wo ich heute bin. Ich wollte eigentlich nur ein Glas Wein trinken und dann ganz schnell wieder abhauen, weil ich muss ja weiter, ihr wisst ja. Zeit ist Geld. Draußen wartet der Weihnachtsmann mit seinen Rentieren. Und die stehen im Halteverbot. Und das kann teuer werden. Deshalb muss ich ganz, ganz schnell wieder weiter. Haben Sie eine Visitenkarte oder so? Eine Visitenkarte? Ja, habe ich rein zufällig dabei. Wenn du irgendwelche Probleme hast, dann schreib mir eine E-Mail an Eliyahu Hanawi. @jegedus.de. Da? Ja? Dann wünsche ich euch noch einen gesegneten Tag. Ich muss weiterziehen. Shabbat Shalom. Ich glaube, das war ziemlich genug Wein, ne? Wir müssen aufhören damit. Aber Papa, ein Glas fehlt doch noch. Oh nein. Na endlich muss ich jetzt dem Superman, dem Batman, dem Spiderman, dem Afikoman muss ich jetzt suchen. Und jetzt gehen wir versuchen, dem Afikoman zu suchen. Viel Glück. Mal gucken. Nicht hier. Und da. Sorry, Oma. Chumet. Was war das? Gar nicht passiert. Und jetzt zum Schluss müssen wir das bekannte Lied Echad Miodea singen. Aber warte, in meiner Haggadah steht noch, dass du den letzten Becher trinken musst. Oh nein, vierte Becher. Bore Priagafen. Amen. Und jetzt Echad Miodea. Echad Miodea, Echad Ani Yodea. Echad Elokeinu, 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 Sheba Shamayim Uvaret. Shlosha Asar Miyodeya, Shlosha Asar Ani Yodeya, Shlosha Asar Midaya, Shtem Esre Shiftaya, Chad Asar Kochvaya, Asara Dibraya, Tishaya Cheleda, Shmona Yemi Mila, Shiva Yemi Shabta, Shisha Sidri Mishna, Chamisha Chumshe Torah, Arba Imaot, Shlosha Avot, Shne Eluchot Abrit, Echad Elokeinu, 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 Shebashamayim
Ovare. Danke, Papa, das war der beste Abend. Ich freue mich schon auf morgen.